Hallo, herzlich willkommen hier wieder auf dem Optionsstrategien-Kanal, unser Kanal, wenn es um den Optionshandel geht. Heute wollen wir einer Frage auf den Grund gehen, die uns in den letzten Tagen sehr häufig von gerade Einsteigern gestellt wurde. Nämlich, wir sehen, dass die Aktienmärkte fallen und gleichzeitig beginnt aber auch die Volatilität zu fallen. Wie kann denn das überhaupt sein? Was steckt dahinter und wie können wir das nutzen? All das und mehr jetzt im Video. Also, die Brexit-Entscheidung liegt hinter uns. Die Briten haben sich mehrheitlich dafür entschieden, die EU zu verlassen. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die Märkte erstmal in einer sehr, sehr heftigen Reaktion eingebrochen sind. Es gab zwei Tage, der Freitag und der Montag, wo es sehr, sehr deutlich nach unten ging. Man wird es auch, wenn man das jetzt mal, das Video vielleicht erst in einem Jahr sieht, wenn man das rückwirkend sich mal anschaut, dann sieht man diesen wirklich sehr, sehr starken Einbruch. Und wir haben gerade jetzt in diesen beiden Tagen dann aber oder auch danach, haben wir dann E-Mails bekommen, Anrufe, wo wir gefragt wurden, Mensch, wieso fällt denn eigentlich die Volatilität schon, wenn dann doch der Markt noch fällt? Und jetzt müssen wir erstmal ein bisschen unterscheiden, was heißt denn das überhaupt, die Volatilität fällt? Volatilität, da gibt es ja zwei Dinge. Zum einen gibt es die sogenannte historische Volatilität. Die historische Volatilität, das ist eigentlich die Schwankungsbreite des Underlyings. Und diese ist natürlich nicht gefallen, ganz im Gegenteil, die hat sogar noch mal zugenommen. Ganz klar, weil natürlich die Märkte gefallen sind, es gab sehr, sehr große Bewegungen. Und das heißt also, die historische Volatilität, die ist in den letzten Tagen nicht gefallen. Dann gibt es ja aber noch das, was uns als Optionshändler interessiert, und das ist die sogenannte implizite Volatilität. Wenn man es ganz einfach machen will, was ist implizite Volatilität? Das ist der Aufpreis auf den fairen Wert einer Option aufgrund großer Nachfrage. Wir wissen ja, Optionen sind Absicherungsinstrumente. Sie werden hauptsächlich dann gekauft, wenn sich Investoren, Trader, Marktteilnehmer gegen irgendein Ereignis absichern wollen. Am Aktienmarkt ist das in der Regel ein fallender Kurs. Das treibt die Nachfrage nach Optionen nach oben. Die Market Maker machen quasi einen Aufschlag drauf. Das ist die sogenannte implizite Volatilität. Und diese hat tatsächlich angefangen zu fallen, obwohl die Märkte noch fallen. Wie kann das sein? Womit hängt das zusammen? Das extremste Beispiel, wo man so etwas beobachten konnte, liegt schon ein paar Jahre zurück, ist aber viel noch in Erinnerung, nämlich das war während der Finanzkrise 2008-09. Im September 2008 gab es ja den Höhepunkt dieser Krise, nämlich den Zusammenbruch der alteingesessenen Investmentbank Lehman Brothers, und der Markt ist natürlich im Nachgang kollabiert. Bis in den Oktober hinein ging es sehr, sehr, sehr heftig nach unten, und bis in den Oktober 2008 hinein ist auch die Volatilität sehr stark angestiegen. Und ihr könnt das hier im Chart sehr schön sehen. Wir haben hier mal gegenübergestellt auf der einen Seite den S&P 500 und auf der anderen Seite den Volatilitätsindex VIX. Das ist der die Volatilität der S&P 500 Optionen misst. Und hier sehen wir etwas ganz Spannendes, nämlich von Oktober 2008 bis in den März 2009 hinein sind die Aktienmärkte noch deutlich weiter gefallen. Weit über 20% ging es noch nach unten. Was ist aber mit der Volatilität passiert? Die Volatilität selbst ist schon um fast 40% zurückgegangen. Das heißt, die ist auch von ihren extremen Levels, die wir gesehen haben im Oktober 2008, schon fast 40% gefallen. Also sie hat sich nahezu halbiert. Wie kann denn das passieren? Und hier muss man einfach wissen, warum steigt sie denn? Wenn wir wissen, warum sie steigt, dann können wir auch erklären, warum sie fällt. Die Volatilität, die implizite Volatilität steigt. Ganz pauschale Aussage, man kann es jetzt auch mathematisch machen oder akademisch. Wir machen es mal so, wie es auch in der Praxis relevant ist. Nämlich, die Volatilität steigt, weil Investoren, Trader auf dem falschen Fuß erwischt werden. So, das ist der einzige Grund, warum die Volatilität wirklich steigt, nämlich es passiert was, in dem Falle war es die Lehman-Pleite, und viele mussten sich jetzt oder wollten sich jetzt noch absichern. So, deswegen haben die Optionen gekauft. Das hat die Volatilität eben bis in den Oktober hinein, von September bis Oktober, so extrem ansteigen lassen. Und dann kommen wir an einen ganz speziellen Punkt, nämlich, dass dann im Grunde nur noch drei Marktteilnehmergruppen am Markt sind. Nummer eins. Es sind diejenigen, die sich Absicherung gekauft haben,
gegen weitere Preisrückgänge und die eben jetzt im Besitz dieser Absicherung sagen können, okay, jetzt verkaufe ich meine Aktien. Kann ja nichts mehr passieren, weil sie haben ja die Absicherung. Die kaufen aber natürlich keine neuen Absicherungen mehr. Auf der anderen Seite haben wir die Langfristinvestoren, die sich prinzipiell nicht absichern, die also sagen, hey, dann gehen eben die Aktien zurück, dann kaufe ich unten nach. Also das auch, was man als Value-Investoren bezeichnet. Von denen kommt also auch keine große Nachfrage nach Optionen. Und die dritte Gruppe, Privatanleger, kleinere Institutionelle, die, naja gut, die Institutionellen wissen das alle, aber die Privaten, die einfach gar nicht wissen, dass es Optionen gibt, was man mit denen machen könnte, und von denen kommt auch keine Nachfrage. Die verkaufen natürlich aber alle weiterhin Aktien. So, und das ist jetzt der Grund, warum die Märkte fallen, weil es eben weiterhin Verkaufsaktivitäten gibt, aber diejenigen, die sich absichern wollten, die haben das dann schon getan. Da gibt es kaum noch jemand, der sich absichert. Das heißt, die Nachfrage geht sukzessive zurück und das führt natürlich dazu, dass dann auch die Volatilität, die implizite Volatilität, also quasi dieser Preisaufschlag, dass der eben dann runtergeht. Jetzt können wir uns mal hier ein Bild anschauen von der aktuellen Situation und da sieht man auch gerade, wie das genau wieder so passiert. Die Märkte fallen. Aber die Volatilität steigt nicht mehr mit an. Sie fällt noch nicht so richtig stark, aber man sieht, so eine ganz leichte Umkehr ist jetzt auch schon da. Sie beginnt so langsam zu fallen. Und warum ist das so? Natürlich, weil jetzt auch die, die ganz heftig überrascht worden sind von dieser Brexit-Entscheidung, die mussten sich blitzschnell eindecken mit Optionen. Mittlerweile, 2-3 Tage später, ist es jetzt aber so, dass der Markt, man sagt immer der Markt, damit sind natürlich alle Marktteilnehmer gemeint, erst einmal für die nahe Zukunft keine weiteren Verwerfungen an den Märkten sieht und deswegen einfach auch die Nachfrage nach Absicherungen zurückgeht. Wer Absicherungen wollte, hat sie gekauft, wer jetzt noch keine hat, braucht sie auch nicht mehr. Das führt dazu, dass die Volatilität sinkt. So, jetzt ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt, wie nutzen wir das? Weil alle Theorie ist grau, wir müssen natürlich in der Praxis was daraus machen. Und deswegen machen wir eins hier bei Optionsstrategien, zeigen wir auch im Coaching, zeigen wir in unserem Optionsbrief, machen wir selber in unseren Konten, dass wir anfangen, Volatilität zu verkaufen. Und Volatilität zu verkaufen, das klingt kompliziert, ist aber im Grunde genommen ganz einfach, nämlich das heißt, zu teuer gewordene Optionen zu verkaufen. Also wir fangen an, so ein bisschen, das sieht so ein bisschen aus wie in das fallende Messer greifen, tun wir aber nicht, sondern wir verkaufen jetzt einfach zum Beispiel Put-Optionen auf den DAX, auf den S&P 500 in diese sehr hohe Volatilität hinein, keine extrem großen Positionen, sondern so nach und nach, auch wenn man das im Chart noch gar nicht als Umkehrsignal erkennen kann, aber die Volatilität, die fallende Volatilität sagt uns, okay, hier kann erstmal oder hier ist erstmal relativ viel Risiko im Markt eingepreist, so viel wird dann nicht mehr kommen und falls doch, dann stehen uns ja eine Menge Möglichkeiten offen, um unsere Position zu handeln. Und das ist eben der Punkt, wir erwarten jetzt gar nicht, dass die Märkte extrem steigen. Es kann sogar sein, dass die Märkte noch ein bisschen fallen, aber die Volatilität, die hat erst einmal kurzfristig zumindest, ihr könnt das ja später mal nachprüfen, meine Aussage hier, die hat erst mal kurzfristig ihren Hochpunkt gesehen und fängt eben jetzt an zu fallen. Und da musst du als Optionsverkäufer einfach mitgehen und musst diese zu hohe Volatilität, diese Panikvolatilität, die musst du jetzt verkaufen, damit du einfach Geld verdienen kannst, weil das ist der Job des Optionsverkäufers. Okay, schreibt mir mal bitte in die Kommentare unten rein eure Erfahrungen mit Volatilität. Seid ihr überrascht von solchen explosiven Volatilitätsanstiegen? Nutzt ihr das, wenn die so hoch ist? Wenn ja, wie macht ihr das? Wenn nein, warum noch nicht? Was fehlt euch da? Wie können wir euch helfen, einfach von diesen Situationen besser zu profitieren? Ansonsten freue ich mich, wenn ihr das Video bewertet. Ihr dürft das gerne auch teilen. Und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Euch bis dahin alles Gute, viele gute Trades, viel Erfolg an der Börse. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.